Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 3 der Reihe über Göttinnen und Götter, Geister und Dämonen und große Magier. Und heute soll es um die Göttin, die griechische Göttin Hera gehen. So vor allem, wie sie uns von Homer, dem ältesten Dichter des Abendlandes, wenn er denn je gelebt hat, geschildert wird. Homer schildert Hera als die große Göttin, als eine alte Erdgöttin auch wird sie geschildert, als die Gemahlin des Himmelsgottes Zeus, des Donnerers, des Gottes des Blitzes und des Gewitters. Sie ist seine leibliche Schwester. Und Zeus von Geburt eigentlich ebenbürtig, aber als Gemahlin ihm unterstellt, und das macht er immer wieder deutlich, dass er sie streng bestraft, wenn sie etwas tut, was ihm nicht gefällt. Es wird so deutlich in diesen Mythen eines Homer, aber auch in anderen Mythen, die von Hera handeln in der Antike, dass diese Figur der großen Göttin Aspekte des weiblichen Lebens, des Lebens von Frauen in der griechischen Antike widerspiegeln. Und das ist das Interessante überhaupt an Naturreligionen. Sie schildern in großen Mythen, in großen Erzählungen, wie elementare Lebenssituationen des Menschen und der Frauen eben im Falle von Hera aussehen. Und so wird Hera geschildert als Ehefrau, als nur als langjährige Partnerin eines Mannes, aber nie als, sie hat keine individuellen Züge, sie hat keine Besonderheiten, nur in Bezug auf ihren Ehemann Zeus wird sie geschildert im Vollzug der Ehe, im göttlichen Beilager, dem Hieros Gamos, der heiligen Hochzeit, wie man das wissenschaftlich nennt, und im davor und danach dieser Vereinigung zwischen Ehemann und Ehefrau. Sie ist die Göttin der Hochzeit und die Göttin auch der Trennung der Ehepartner. Sie ist die Göttin, die geschildert wird in den Krisen einer langjährigen Partnerschaft mit Eifersucht und Streitigkeiten. Wie gesagt, sie ist keine individuelle Gestalt, so wie sie uns in diesen klassisch-griechischen Mythen erscheint. Sie erscheint zum Beispiel nie als Mutter. Und das ist doch bemerkenswert, weil sie Zeus mehrere Kinder geboren hat und aus sich selbst heraus auch Kinder hervorgebracht hat. Aber sie wird nie als Mutter geschildert. Nur in ihren Aspekten bezogen auf die Ehe mit einem Mann. Das hat wunderbar herausgearbeitet der klassische Philologe Walter Burkhardt. Burkhardt, den ich sehr verehre. Er hat hervorragende Arbeiten zu den griechischen Mythen und religiösen Riten der Griechen geschrieben und ist vor 7 Jahren gestorben. Er schildert diesen Aspektivismus der großen Göttin Hera. Und damit eben auch ist es eine Göttin, die für Frauen, verheiratete Frauen, zur Identifikationsfigur werden kann, die eben alle Aspekte eines ehelichen Lebens mit einem Mann bei sich selbst wiederfinden und in der Göttin verkörpert sehen. Homer schildert sie so. Es ist fraglich, wie ich schon angedeutet habe, dass Homer jemals gelebt hat, ob es ihn überhaupt gegeben hat.
Aber wenn es ihn gegeben hat, dann hat er gelebt so um 700 vor Christus. Und er wurde als Person und als Dichter eben schon in der Antike verehrt, die aus dieser Gestalt eben eine große Dichtergestalt gemacht haben. Und er gilt als der früheste Dichter des Abendlandes. Wie wird diese Göttin Hera geschildert? Sie wird beschrieben als Herrscherin auf dem Thron, hoheitsvoll, mit dem Zepter in der Hand. Sie wird geschildert als Schwester des Zeus, die ihm im Kampf gegen die Titanen geholfen hat, eben auch gegen seinen Vater in gewisser Hinsicht und gegen alle anderen Titanen. Sie wird geschildert als Eifersüchtige, die seine unehelich gezeugten Kinder erbarmungslos verfolgt, vor allem eben auch Dionysos, den großen Gott, und den Helden Herakles. Und gerade wie sie Herakles verfolgt, das ruft den Zorn des Zeus hervor und er bestraft Hera grausam. Das wird geschildert in der Ilias. Es wird, er sagt ihr, wenn du dich eben nicht an meine Befehle hältst, erinnere dich daran, wie ich dich einmal an den Händen gefesselt zwischen Himmel und Erde aufgehängt habe, mit je einem Amboss an jedem Bein und dass ich dich mit Schlägen gepeitscht habe. Also eine Frau, eine Griechin, die deren Ehemann sie schlägt. Auch das ist Hera. Und sie scheint da eben auch in gewisser Hinsicht das Schicksal der griechischen Frauen in der Antike wieder zu spiegeln. Dann wird sie geschildert im göttlichen Beilager mit Zeus. Und so sind dann auch eben ihre Beinamen, die sie erhält von den griechisch-antiken Autoren. Sie wird genannt die Hochzeitbereitende, die Verbindende, die Vollendete. Und vollendet meint in dem Zusammenhang die Frau, die eben auch bereit ist, zu einer Hochzeit, die geheiratet werden kann. Es gibt einen sehr schönen Mythos, dass sie nämlich von der Erdgöttin Gaia goldene Äpfel zur Hochzeit erhalten habe. Und die waren Hera so wertvoll, dass sie sie in einem paradiesischen Garten aufbewahrte und von einer Schlange und den Hesperiden bewachen ließ. Das erinnert doch eben sehr auch an den Mythos im Alten Testament von Eva, dem Apfel und der Schlange im Paradies. Der Aspekt der Mutterschaft fehlt, wie gesagt, bei Hera vollkommen. Sie wird nie mit einem Kind dargestellt. Drei Tempel wurden ihr zum Beispiel gewidmet auf der Hochebene der Peloponnes im Nordosten. Und da wird sie geschildert als Mädchen, als Hochzeitbereite, als Witwe. Überhaupt scheint die Peloponnes als Landschaft ihr zuzusagen. Und dort gibt es dann eben auch alle 4 Jahre eine große Festivität ihr zu Ehren. Kinder, die sie mit Zeus hat, sind Ares und Elateia, die und Hebe, also der Gott des Krieges, die Göttin der Geburt und die Göttin der Jugend. Und aus sich selbst hervorgebracht hat sie Hephaistos, den Gott der Schmiede. Ein sehr netter Mythos schildert, wie Zeus ihr zum ersten Mal beigelegen ist. Sie war ja seine Schwester und sie weigerte sich, mit ihm Umgang zu haben.
Und da hat sich Zeus in einen Kuckuck verwandelt und ist ihr so in den Schoß geflattert, und so hat sie ihn liebevoll aufgenommen. Und Zeus hat mit ihr geschlafen, auf die Art und Weise. Der Kuckuck ist dann eben auch ein Begleittier von ihr geworden. Man sieht sie oft mit dem Kuckuck abgebildet. Eben der sein, ein Kuckuck, der sein, der die Eier seiner Nachkommenschaft in fremde Nester legt. Auf Samos gibt es, wie gesagt, einen großen Tempel, einen der größten Tempel der Antike, den Heraion. Und daneben, in der Nähe von diesem Tempel, gibt es einen Fluss, den Imbrasos. Und dort soll sie sich einmal im Jahr, so heißt es, reinigen und wird auf diese Art und Weise wieder jungfräulich, um Zeus dann wieder neu empfangen zu können. Sie erlebt schwere Krisen in ihrer Beziehung zu Zeus, und einmal ist sie so wütend, dass sie aus sich heraus sogar einen Sohn gebiert, den Typhaon, der dazu da sein soll, die Herrschaft von Zeus zu stürzen. Das tut sie, nachdem Zeus Athene im Kopf austrägt, bevor er sie aus dem Kopf gebiert. Also so weit geht ihre Eifersucht, dass sie sogar einen Sohn zeugt, der Zeus stürzen soll. Der Name Hera kommt vermutlich, es gibt verschiedene Deutungen, aus dem Zusammenhang mit Hora, der Jahreszeit, eben auch eine Jahreszeit, die sich ständig verändert und verjüngt und meint eben auch wohl die zur Ehe reife Frau. Zwei Textstellen aus Homer möchte ich Ihnen vorlesen, die das Verhältnis von Zeus und Hera schildern. Die erste Textstelle stammt aus der Ilias, aus dem ersten Gesang. Und in diesem ersten Gesang beklagt sich Hera bei ihrem Gatten darüber, dass er sie nicht zu Rate gezogen habe in einer Streitfrage, sondern die Göttin Thetis. Und darauf antwortet ihr Zeus folgendes: Hera, nur nicht alles getraue dir, was ich beschließe, einzusehen. Schwer würde dir das und meiner Gemahlin. Zwar, was dir zu hören vergönnt ist, keiner soll jenes früher erkennen, denn du, der Unsterblichen oder der Menschen. Doch was mir von den Göttern entfernt zu beschließen genehm ist, solches darfst du mir nicht auskundigen oder erforschen. Und eine zweite Textstelle. Immer, du Wunderbare, vermutest du, spähest mich immer aus, doch nicht schafft dem Tun dir das Mindeste, sondern entfernter wirst du im Herzen mir stets, was dir noch schrecklicher sein wird. Wenn auch jenes geschieht, so wird dir mir's also gelieben. Sitze denn ruhig und schweig und gehorche du meinem Gebote. Kaum wohl schätzten dich sonst die Unsterblichen all in Olympos, tret ich hinan, ausstreckend zu dir die unnahbaren Hände. Also, in der ersten Textstelle weist er sie zurecht. Sie hat kein Recht zu erfahren, was er in seinem göttlichen Ratschluss beschließt. Sie ist zwar die Erste, die es erfahren wird, aber sie darf eben nicht alles wissen. Er ist ihr absolut übergeordnet. Und in der zweiten Textstelle beklagt er, dass sie ihn immer versucht auszuspähen und auszukundschaften. Und er sagt, wenn du das tust, dann wirst du meinem Herzen
ferner sein, als du das glaubst. Und es wird dir schrecklich sein, dass ich dich weniger lieben kann, wenn du mich ausspähst. So soll sie ihm eben gehorchen, denn als Gehorchende schätzen sie auch die Götter im Olymp. Und so tritt er ihr mit seinen Händen, mit ausgestreckten Händen entgegen, die doch eigentlich unnahbar sind. Also, Zeus als ihr Gatte ist ihr absolut übergeordnet, ein sehr patriarchalischer Gott, ein sehr herrscherlich auftretender Gott. Ganz sicher ist hier auch das Dasein der verheirateten Frau in der griechischen Antike dargestellt. Das zweite Beispiel stammt auch aus der Ilias von Homer, aus dem 14. Gesang. Das lese ich Ihnen vor, eine Stelle, die ich sehr schön finde und die es sich wirklich lohnt, in Gänze anzuhören. Und in diesem 14. Gesang geht es darum, dass Hera sauer ist auf ihren Gatten. Und sie gebraucht eine List, um ihren Willen durchzusetzen. Was ist passiert? Wir befinden uns im Trojanischen Krieg und Hera ist ja auf Seiten der Griechen und eben auch Seiten von Menelaos, dessen Gattin Helena eine Ehebrecherin ist. Helena ist dem Trojaner Paris nach Troja gefolgt. Und Paris hatte eben dazu hin auch noch den Preis der Schönheit Aphrodite gegeben und nicht Hera und nicht Athena. Daraufhin hatte Aphrodite ihm eben die schönste Frau gegeben, das war Helena, und Paris hat sie nach Troja entführt. Und nun war es im Krieg so weit gekommen, dass es nicht gut für die Griechen aussah. Hera will deswegen eine List anwenden, um Zeus ein wenig aus dem Geschehen herauszuholen und damit das Schicksal zugunsten der Griechen zu wenden. Und das macht sie folgendermaßen. Sie sitzt eben auf dem Olymp, also auf dem Berg im griechischen Festland, und Hera sitzt zu der Zeit in der Nähe von Troja im Gebirge Ida, südöstlich von Troja. Er heißt der Aegis-Erschütterer. So wird er in dem Text von Homer geschildert. Aegis ist ein Schild oder Gewand, das Zeus auf sich hatte. Und wenn er dieses Schild schüttelte, dann blitzte und donnerte es. Der Aegis-Erschütterer, Entschuldigung, wird er auch genannt. Ein weiterer Beiname des Zeus ist Kronion, der Sohn des Titanen Kronos, der seine Kinder verspeist hat und den Zeus dann in einem großen Kampf entmachten kann, einem Kampf, der gegen die Titanen, bei dem ihm Hera auch geholfen hat. Was macht Hera nun? Hera fliegt über, zunächst erbittet Hera von der Göttin der Schönheit Aphrodite den Gürtel des Liebreizes. Sie wendet eine List an und sagt, Aphrodite, leih mir doch diesen Gürtel. Ich möchte Okeanos und Thetis besuchen und einen Streit schlichten. Und Aphrodite fällt auf diese List rein und gibt ihr den Gürtel. Daraufhin fliegt Hera übers Meer auf die Insel Lemnos in der Nordägäis, wo Hypnos wohnt, der Schlaf, der Bruder des Todes, der Bruder von Thanatos. Und sie erbittet den Schlaf ihr bei ihrer List zu helfen. Das werden Sie gleich hören. Es fällt noch ein weiterer Name, nämlich
der Name Gargaros in dieser Textstelle. Gargaros war ein Sohn des Zeus, nachdem der Gipfel des Ida-Gebirges benannt wurde, dort, wo eben Zeus sich befindet und den Krieg in Troja überwacht. Also, ich lese Ihnen jetzt diese sehr schöne, amüsante Textstelle aus dem 14. Gesang der Ilias vor. Hera stand nun schauend, die golden thronende Göttin hoch vom Gipfel herab des Olympos, und sie erkannte schnell den Schaltenden dort in der männerehrenden Feldschlucht, ihren leiblichen Bruder und Schwager freudigen Herzens, ihn alsdann auf der Höhe des quellenströmenden Ida sah sie sitzen, den Zeus, und zürnt ihm tief in der Seele. Jetzt so sann sie umher, die hoheitblickende Hera, wie sie täuschte den Sinn des Ägis erschütternden Gottes. Dieser Gedanke erschien der Zweifelnden endlich der beste. Hinzugehen auf Ida, geschmückt mit lieblichem Schmucke, ob er vielleicht begehrte, von Lieb entbrannt, zu umarmen ihren Reiz, und sie ihn einschläfernd sanfte Betäubung gießen möchte auf die Augen und seine waltende Seele. Und sie enteilt ins Gemach, das ihr Sohn, der kluge Hephaistos, ihr gebaut und die künstliche Pfort an die Pfosten gefüget mit verborgenem Schloss, das kein anderer Gott noch geöffnet. Dort ging jene hinein und verschloss die glänzenden Flügel. Jetzt wusch sie zuerst mit Ambrosia jede Befleckung ihrem reizenden Wuchs und salbt ihn mit lauterem Öle. Fein und ambrosischer Kraft, von würzigem Duft durchbalsamt, welches auch, kaum nur bewegt, im ehernen Hause Kronions Erde sogleich und Himmel mit Wohlgerüchen umhauchte. Hiernach salbte sie rings die schöne Gestalt, auch das Haupthaar kämmt und ordnete sie und ringelte glänzende Locken, schön und Ambrosia duftend herab von der göttlichen Scheitel, hüllte sich drauf ins Gewand, das Ambrosische, so Athene zart und künstlich gewirkt und reich an Wundergebilde. Dann mit goldenen Spangen verband sie es über dem Busen, schlang dann umher den Gürtel mit 100 Questen umbordet. Jetzt so fügte sie auch die schönen Gehäng an die Ohren, dreigestirnt, hellspielend und Anmut leuchtete ringsum. Auch ein Schleier umhüllte das Haupt der erhobenen Göttin. Lieblich und neu vollendet, er schimmerte hell wie die Sonne unter die glänzenden Füße, auch band sie sich stattliche Sohlen. So geschmückt besucht Hera Aphrodite und bittet sie eben, dass Aphrodite ihr doch den Gürtel des Liebreizes leihen möge. Sie wolle Okeanos und Thetis besuchen. Sie sagt: Gib mir den Zauber der Lieb und Sehnsucht, welcher dir alle Herzen der Götter bezähmt und sterbliche Erdenbewohner. Aphrodite gewährt ihr den Wunsch, fällt auf die List rein und sagt: Nie war's recht, noch geziemt es, dir jenes Wort zu verweigern, denn du ruhst in den Armen des hocherhabenen Kronion. Sprach's und löste vom Busen den wunderköstlichen Gürtel, bunt gestickt, dort waren des Zaubers Reize versammelt. Dort war schmachtende Lieb und Sehnsucht, dort das Getändel
und die schmeichelnde Bitte, die selbst den Weisen betöret, sprach's. Da lächelte die Hoheit blickende Hera. Hera fliegt nun eben vom Olymp über das Meer nach Lemnos, wo sie den Gott Schlaf findet, den leiblichen Bruder des Todes, fasst ihm freundlich die Hände und redete also beginnend. Mächtiger Schlaf, der Menschen und ewigen Götter Beherrscher, wenn du je mir ein Wort vollendetest, o, so gehorch mir jetzo auch. Ich werde dir Dank es wissen auf immer. Schnell die leuchtenden Augen Kronions unter den Wimpern schläfre mir ein, nachdem uns gesellt hat Lieb und Umarmung. Zunächst weigert sich Hypnos, Hera zu helfen, weil er den Zorn des Zeus fürchtet, aber schließlich verspricht sie ihm eine Grazie als Partnerin, eine Grazie, die er schon lange begehrt, und er willigt ein. Die beiden eilen nun zum Berge Ida. Dort nun weilte der Schlaf, bevor Zeus Augen ihn sahen, hoch auf die Tanne gesetzt, die Erhabene, welche des Idas Höchstes nunmehr durch trübes Gedüft zum Äther emporstieg. Dort saß jener umhüllt von stachelvollem Gezweige, gleich dem tönenden Vogel, der nachts die Gebirge durchflattert, Kalkis genannt von Göttern und Nachtrab unter den Menschen. Hera mit hurtigem Schritt entstieg des Gargaros Gipfel Idas Höh, und sie sah den Herrscher im Donnergewölk, Zeus. So wie er sah, so umhüllt inbrunst sein waltendes Herz ihm, jener gleich, da zuerst sich beide gesellt zur Umarmung, nahend dem bräutlichen Lager, geheim von den liebenden Eltern. Und er trat ihr entgegen und redete also beginnend: Hera, wohin verlangst du, da hier vom Olympos du herkommst? Auch nicht hast du die Rosse und ein schnelles Geschirr zu besteigen. Hera antwortet ihm mit einer Lüge, so wie sie Aphrodite geantwortet hat, dass sie nämlich Okeanos und Thetis besuchen will. Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölk Zeus: Hera, dorthin magst du nachher auch enden die Reise. Komm, wir wollen in Lieb uns vereinen, sanft gelagert. Denn so sehr hat keine der Göttinnen oder der Weiber je mein Herz im Busen mit mächtiger Glut nur bewältigt. Keine habe er so geliebt, als ich an jetzt dir glühe, durchbebt von süßem Verlangen. Listenreich antwortete drauf die Herrscherin Hera: Welch ein Wort, Kronion, du Schreckliche, hast du geredet. Wenn du jetzt in Liebe gesellt zu ruhen begehrest, oben auf Idas Höhen, so umher frei alles erscheinet, o, wie wär's, wenn uns einer der ewig währenden Götter beid im Schlummer erblicket und den Himmlischen es eilend meldete. Traun, wie kehrt ich hinfort zu deinem Palaste, aufgestanden vom Lager, denn unanständig, ja, wär es. Zeus verspricht ihr nun, ihre Scham zu berücksichtigen und ihr Beilager vor den Augen der Götter und der Menschen und aller zu verbergen, und wirkt einen undurchsichtigen Schleier um sie beide. Also Zeus und umarmte voll Inbrust seine Gemahlin. Unten nun spross die heilige Erd aufgrünende Kräuter, Lotus mit tauiger Blumen und Krokos samt Hyakinthos, dicht gedrängt und weich, die empor vom Boden sie trugen. Hierauf ruheten beid und hüllten sich rings ein Gewölk um
schön und strahlend von Gold, und es taueten glänzende Tropfen. Also schlummerte dort auf Gargaros Höhe der Vater, sanft von Schlaf bezwungen und lieb, und umarmte die Gattin. Heras List hat gesiegt. Eine Weile kann sie Zeus aus dem Kampf um Troja herausziehen, bis er dann erwacht und ganz wütend eben auch auf sie reagiert.